Hallo, herzlich willkommen zu Fohlen Tabu, Ausgabe Nummer 1 und zwar anlässlich der Vertragsverlängerung von Christoph Kramer. Christoph, schön, dass du da bist und bleibst. Ich freue mich. Wunderbar. Sehr. Jetzt wollen wir mit dir aber kein normales Interview machen. Du bist jetzt schon so lange hier, du bist auch bereit für höhere Aufgaben, nämlich für Fohlen Tabu. Wir haben 5 Begriffe vorbereitet, die innerhalb der nächsten 2 Minuten, ab dann, wenn die Uhr läuft, nicht fallen dürfen. Ja, und mal gucken, ob du es schaffst. Wenn du es schaffst, diese nicht mehr als 3-mal zu benutzen, dann bekommst du eine Kleinigkeit. Ansonsten musst du diese Kleinigkeit einem Fan geben, der sich dann auch darüber freuen würde. Also ich habe sozusagen 3 Joker. Genau, beim 3. Mal bist du raus. Also 2 Joker, eigentlich. Alles klar. Ja? Sowas mag ich. Okay, dann darfst du dich jetzt umdrehen. Das sind deine 5 Begriffe. Borussia fühlen, freuen, also gefühlt und gefreut zählt auch darunter, muss ich dazu sagen. Also leicht erschwerte Bedingungen. Glück durftest du sagen, glücklich nicht. Verlängerung durftest du auch sagen, aber verlängert nicht. Froh aber schon. Sollen wir das auch noch dazu schreiben? Nö, du hast ja 5 Minuten. Nee. Okay. Kann ich die... Die sehen? Nö. Okay. Borussia ist klar. Fühlen, freuen, glücklich, verlängert. Bist du bereit? Ja. Okay, dann 2 Minuten ab jetzt. Wie fühlst du dich? Ich muss sagen, sehr gut. Wie schwer war die Entscheidung zu verlängern? Gar nicht schwer. Also habe ja schon oft gesagt, dass ich mich hier einfach... Alter Schwede, das ist gar nicht so einfach. Dass ich einfach sehr froh bin, hier zu sein und auch noch mir vorstellen kann, lange hier zu bleiben. Und von daher war das jetzt keine Entscheidung, die sehr lange gedauert hat. Du hast ja immer gesagt, dass du dich wohlfühlst, du hast es gerade nochmal gesagt. Hat das deine Verhandlungsposition geschwächt? Sind das nicht Sachen, wo der Berater sagt, oh nein, sag doch sowas nicht? Ja, das stimmt. Also ist natürlich jetzt nicht die einfachste Verhandlungsposition, gerade für einen Berater, wenn es um sowas geht, weil ich natürlich jetzt keine Steilvorlage geliefert habe, wobei ich ein großer Fan davon bin, wenn man auch fair und ehrlich sagt, wie es in einem aussieht. Wie sieht es in dir aus? Ja, so wie ich es immer gesagt habe. Und dann glaube ich, dass ich hier bei einem Verein bin, der das realistisch einordnen kann, der immer sehr fair zu mir war. Und deswegen sehe ich keinen Grund darin, irgendwie ein Pokerface aufzusetzen oder irgendwas zu spielen, um eine Verhandlungsposition zu stärken, sondern da bin ich sehr ehrlich und direkt und weiß, dass ich da auch auf sehr ehrliche und direkte und weiß, dass ich bis da... Bis wann hast du verlängert? Bis 23. Hast du was? Hm? Hast du was? Habe ich meinen Kontrakt fortführen laufen lassen. 23, weil du die 23 gerne als Rückennummer wieder hättest? Genau. Auch 23 verfolgt mich schon echt mein Leben lang irgendwie. Ich bin ja auch so ein kleiner Zahlenfetischist. Aber ich habe mich an die 6 gewöhnt, freue mich, die 6 zu haben. 2 Minuten sind um. Ja. Du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch an Christoph Kramer. Jetzt bin ich sofort wieder da. Geil. Und den bekommst du von uns, den Adventskalender, jeden Tag ein Türchen. Findest du dich? Ja. Ja, ich muss sagen, weiß ich nicht. Also habe ich so buschige Augenbrauen, weil das ist ja das, was am meisten heraussticht. Und ich frage mich, ob das wirklich so ist. An den Karikaturisten wäre das jetzt die Frage. Aber ich habe mir tatsächlich schon im Fanshop geholt und deswegen wäre ich auch bereit, ihn weiterzugeben. An den Fan? Ja. Ach, jetzt kann ich ja wieder ganz normal reden. Du hast ja auch so ganz normal geredet eigentlich. Oder war es schwierig? Ja, also ihr habt natürlich viele Wörter benutzt, die ich auch gerne immer einbaue. Von daher war es jetzt nicht so ganz einfach, aber... Ja. Aber vielleicht können wir das Interview dann tatsächlich nur noch ganz kurz... Kurzfrage an die Regie, nur noch kurz weiterführen oder machen wir Schluss? Nee, wir dürfen noch ganz kurz. Wir haben nämlich noch gar nicht über deine Ziele gesprochen, persönlich und mit Borussia. Was hast du noch vor? Ja, also ihr wisst ja auch, wenn das manche immer so ein bisschen als fehlender Ehrgeiz auslegen, was es gar nicht ist, weil ich echt maximal ehrgeizig bin, habe ich nie so richtige Ziele gehabt, weil ich immer finde, dass das immer bedingt Sinn macht, wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut. Ich
spüre, dass hier richtig was entsteht. Das habe ich immer schon gespürt, seitdem ich hier bin, aber jetzt ist man natürlich nochmal auf irgendwie auf ein anderes Niveau geklettert. Nicht, weil wir jetzt Tabellenerster sind, aber so in den letzten 2-3 Jahren ist die Entwicklung, die stetig natürlich hochgeht, ist weiter hochgegangen und ja, ich fühle mich einfach unfassbar wohl hier. Mir gefällt der Ansatz von allem und deswegen will ich natürlich unbedingt hierbleiben, weil ich glaube, dass hier noch sehr viel möglich ist und freue mich natürlich persönlich da, jeden Tag mein Bestes dazu zu geben, dass es auch so wird. Du sagst es, du fühlst dich hier wohl. Was sind denn die Faktoren? Also wenn du Sportdirektor wärst oder wenn du anderen Spielern sagst, warum es hier so cool ist. Ja, ich glaube, dass man das fühlen muss. Ich kann das gar nicht so beschreiben, aber es ist einfach so, auch in sportlich nicht so leichten Phasen, persönlich jetzt für mich, wie ich es auch letzte Saison mal erlebt habe, es ist einfach so ein Gefühl, dass ich hier einfach jeden Tag sehr gerne hingehe. Und ich habe schon woanders gespielt, ich war schon in der Schule, ich war schon beim Zivildienst, ich war bei so vielen Stationen, wo ich oft hingegangen bin, aber ich bin über einen ganz langen Zeitraum gesehen nie nirgendwo so gerne hingegangen, wie ich hier hingehe. Und das ist einfach ja, ein Riesenlob für den Verein, was auch immer er dafür kann. Wahrscheinlich alles, aber das ist einfach so aus mir heraus, dass ich mich dafür entschieden habe, dass ich hier sportlich meine beste Leistung bringen kann, weil ich mich einfach wohlfühle. Da muss man ja auch immer in der heutigen Zeit aufpassen mit diesen ganzen Wohlfühloasen. Ich habe für mein Leben entschieden, dass es ganz wichtig ist, dass ich glücklich bin in meinem Leben, dass ich zufrieden bin, um den besten Sportler aus mir zu machen. Und deswegen bin ich hier. Den besten Sportler aus mir zu machen, das hast du auch mal in einem Interview mit 11 Freunde gesagt. Ich will aus mir den besten Fußballspieler machen, der in mir steckt. Und wenn ich dann mit 30 erkennen muss, dass ich immer noch nicht mit links schießen kann, dann ist das so. Was willst du noch verbessern? Wo hast du noch Potenzial? Ja, also wenn man sich meine Torhistorie anguckt in den letzten Jahren, würde ich sagen, den Linksschuss haken wir ab. Den kann ich. Aber natürlich gibt es überall immer Verbesserungspotenzial, da müssen wir nicht drüber reden. Man kann sich immer verbessern. Ich finde es sehr gut, dass wir jetzt auch mit dem neuen Trainer auch so ein bisschen einen neuen Ansatz haben, dass wir höher anlaufen. Das ist auch einfach nochmal, was einen persönlich als Sportler einfach weiterbringt. Und mir macht es unheimlich viel Spaß, an mir zu arbeiten, an mir mit der ganzen Mannschaft, mit dem ganzen Projekt zu arbeiten. Und ja, ich finde es einfach cool hier. Letzte Frage, vielleicht fliegt die aber auch raus, mal gucken. Wir haben nämlich im Podcast letztens drüber gesprochen, wenn Borussia-Fußballspieler Sesamstraßenfiguren wären, welche sie dann wären, welche wärst du? Ich muss sagen, Sesamstraße ist das mit dem Krümelmonster, habe ich nie geguckt, fand ich immer scheiße. Also war mir, als ich ein ganz kleines Kind war, war es mir zu kindisch. Ja. Also das ist das Krümelmonster und sonst kenne ich keinen. Okay, reicht auch. Ernie und Bert? Die sind auch in der Sesamstraße, Grobi. Den kenne ich schon nicht. Schön, dass du da bist. Bis 2023 mindestens. Christoph Kramer, Blattbrusse, hat weiter die Raute im Herzen. Schade, dass du das Spiel so gut gemacht hast. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Tschüss.